Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Schaumküssen in der Party Edition mit Himbeergeschmack. Und deswegen habe ich mich heute so wunderschön pink angezogen. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr auch, was auf diesem T-Shirt noch zu sehen ist. Und ich werde es euch gleich nochmal zeigen, was noch zu sehen ist. Diese Schaumküsse mit Himbeergeschmack von der Marke Schokola kommen aus dem, richtig geraten, aus dem Penny. Ich habe sie dort für 1,49 Euro gekauft und bin sehr gespannt, ob das hier wirklich auch nach Himbeere schmeckt. Schaumküsse mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, das letzte, was ich hier mal getestet habe, war, glaube ich, so eine Halloween Edition. Kann das sein? Mittlerweile gibt es mich ja auch schon fast 4 Jahre hier auf YouTube und ist immer ganz spannend, wenn man so zurückschaut. Teilweise weiß man schon gar nicht mehr selber, was man alles getestet hat, aber 99% weiß man noch. 1,49 Euro, Himbeergeschmack, Party Edition, aus dem Penny mitgenommen. Ich bin mal gespannt, ob ihr das, ob ihr die Deko noch dran klebt oder ob ich die schon erfolgreich runtergeschüttelt habe, weil ich habe die im Rucksack transportiert. Aber jetzt mache ich es erstmal auf und war gerade ganz stolz, dass es hier so smooth geklappt hat, wollte ich sagen, zu Neudeutsch. Aber ich glaube, ist denn das hier? So. Ja, das habe ich doch gut hinbekommen. Und da spiegelt sich auch sogar der Fernseher drin. Und damit, ich habe diesen Gag auch, glaube ich, schon mal gebracht. Und gesagt, ob man damit wohl im Sommer braun werden kann, wenn es hier so hält. Nicht ohne meine Sonnenmilch. Es sind übrigens, das habe ich auch gewundert, 16 Schaumküsse sind hier drin. Die sind also nicht so maxi-groß, wie man das so kennt von den Super Dickmanns, sondern auch nicht mini, sondern so mittelgroß. Schaut mal, so groß sind die. Nicht mini, nicht maxi. Ich würde sagen, es sind midi-Schaumküsse. Und jetzt beiße ich hier mal rein. Oh. Leichte rosa Färbung. Das Konfetti ist, glaube ich, es soll so Konfetti darstellen. Und es ist wahrscheinlich so gedacht, jetzt zur Karnevalssaison haben sie die wahrscheinlich rausgebracht. Feiert ihr eigentlich Karneval, ihr Lieben? Oder feiert ihr Fasching oder feiert ihr sowas gar nicht? Ich bin gebürtig, Münsterland, Rheinland, die Ecke, da haben wir Karneval gefeiert. Da hieß es bei uns Rumsgedi und Lau, in Köln heißt Kölle Alav. In Hamburg geht man zur Arbeit. Auch nicht schlecht. Nee, feiern ist schon schöner. Geschmacklich. Nicht übertrieben künstlich himbeerig. Es ist eine sehr sanfte Himbeernote. Und das finde ich sehr lecker. Die könnten ja sonst auch mega süß sein, dass es einem die Schuhe auszieht. Aber ich finde es echt lecker. Was mir nicht so gefällt, ist immer dieses Konfetti-Dekor, ja. Und ist so ein bisschen hart. Aber ist schon besser als früher. Früher war es, glaube ich, sogar noch härter. Aber das mindert bei mir so ein bisschen den Kaugenuss, auch wenn es toll aussieht. Ich finde es ohne sogar noch besser finden. Aber da wird wahrscheinlich die ganze Optik flöten gehen. Aber trotzdem, weil Himbeere echt lecker schmeckt, auf einer Skala von 1 bis 10, ich finde die geschmacklich echt gut gelungen. Die Schokolade ist sehr gut, die Waffel schmeckt sehr gut und die Füllung ist nicht zu künstlich und auch nicht zu übertrieben. Deswegen stolze 8 Punkte, lohnt sich. Würde ich auch nochmal kaufen, ihr Lieben. Ist eine Special Edition. Ich glaube, die wird es nicht ewig geben. Wenn ihr die seht, greift ruhig noch zu. Es lohnt sich echt. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!